Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Booster Innovation Podcast, ja, wo ich inspirierende Menschen mit inspirierenden Menschen spreche, die ja etwas zum Bereich Innovation zu sagen haben, die in diesem Bereich arbeiten, die vielleicht auch eine Transformation durchgegangen sind, so wie auch mein heutiger Gast, ich glaube. Also wir werden nachher mal darüber sprechen und über die Transformation, das finde ich wahnsinnig spannend gerade bei dir, Bernd. Also Bernd Kotz ist heute zu Besuch. Danke, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Bin völlig begeistert. Ja, Bernd, du musst nochmal, ich versuche immer mit den Gästen so ein bisschen von vorne, mehr oder weniger von vorne anzufangen. Und bei dir ist das ja so, dass du, wie war das in deiner Schulzeit? Also du hast ja sehr, sehr verschiedene Bereiche in deiner Karriere bist du durchlaufen. Wie war das zu deiner Schulzeit? Wusstest du da schon ganz genau, was du machen willst, oder warst du da wie sehr, sehr viele von uns, wo du halt einfach viele Interessen und nicht genau wusstest, wo es lang geht später? Also ich hatte immer nur drei Interessen tatsächlich, und die habe ich auch immer verfolgt. Mhm. Das eine war Kochen, das andere war Bauen und das dritte war ein Computer. Und ja, das sind meine drei Passionen schon immer gewesen. Das Kochen liegt daran, dass ich im Restaurant groß geworden bin. Wir waren 6 Kinder und man musste da früh mithelfen, und ich war immer so: Kochen, geil, ist ein totaler Männerjob, habe ich immer gedacht. Ich dachte auch immer, dass nur Männer kochen können, weil mein Vater bei uns auch gekocht. Wobei ich später feststellen musste, dass meine Mutter eine unfassbar gute Köchin ist. Aber ich habe das sehr geliebt, und ich wollte auch tatsächlich relativ früh, war für mich klar, ich werde Koch. So mit 8, 9 Jahren war mir schon klar, das ist genau das, was ich will. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Kochen und ich liebe es, wenn die Menschen das genießen, das will ich werden. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, so Bauen, das finde ich eigentlich ziemlich cool. So Bauen, wenn du was hinterlässt, das ist super spannend, und das kannst du nur, wenn du Dinge baust. Und das war so eine totale Passion von mir. Und irgendwann mit 12, 13 habe ich meinen ersten Homecomputer bekommen und habe gemerkt, oh, okay, das ist, damals wusste ich noch nicht, dass es meine dritte und meine wichtigste Passion am Ende sein wird, aber das ist eine coole Sache, das will ich erstmal machen. Ja, so okay. Ist es eigentlich entstanden, als Kind so, wo willst du hin? Also ja, ich wollte nie Feuerwehrmann oder irgendwie Tierarzt oder so werden. Das war eins der drei Dinge, die ich wollte. Und ich habe auch alle drei Dinge dann gemacht. Okay. Also du warst, warte mal, aber das mit Kochen, das habe ich jetzt in deinem Lebenslauf noch nicht gesehen. Da musst du mir noch mal erzählen. Also hast du auch tatsächlich als Koch gearbeitet? Also ich habe eine Kochlehre angefangen. Meine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen. Mein Vater hatte immer noch ein Restaurant und meine Mutter, und ich bin bei meinem Vater geblieben, und ich habe immer in der Küche gearbeitet. Okay. Und zwar jeden Tag, und habe dann eine Kochlehre angefangen, habe dann aber irgendwann beschlossen, ich will doch auf den Bau. Ich wollte wirklich auf den Bau. Und habe dann gesagt, gut, ich höre dann auf mit Kochlehre und ich will auf den Bau gehen. Aber das ist ja interessant. Also das sind ja alles drei, finde ich zumindest, Sachen, die sowohl sehr, sehr Praktisches haben, aber auch sehr Kreatives. Also es ist irgendwie beides, ne? Ist das so das, was dich auch irgendwie fasziniert, dieses Kreative und Praktische gleichzeitig? Ja, also in der Tat ist es so, ich finde, man kann ja alles miteinander verknüpfen, und oftmals ist es gar nicht so offensichtlich, aber genau wie du schon sagst, es ist sehr praktisch. Man versteht zu improvisieren, oder man lernt zu improvisieren, man lernt Verantwortung zu übernehmen. Und klar, wenn ich mal einen Bug habe oder da stürzt mal was ab, gut, dann starte ich neu und da regt sich jemand auf. Aber wenn halt Essen, wenn das versalzen ist, dann ist das versalzen, dann war es das. Und wenn du mit schweren Fertigteilen arbeitest und da passiert was, dann kann das durchaus tödlich sein. Und klar, das muss alles, Essen muss geplant sein. Du musst genau wissen, was du wann einkaufst, was du machst, was die Menschen essen können, wollen oder mögen. Und Bauen muss geplant sein. Und diese Kombination fand ich einfach faszinierend. Ja, wow, sehr, sehr spannend. Also auf jeden Fall toll. Und kochst du auch immer noch? Gerne? Ja, also im Alltag? Beispiel meiner Frau. Also ich mache mein Brot selber, jeden Tag. Oh, wow. Ich mache meine Suppen selbst und unser Essen.
Ich bin jetzt seit fast 10 Jahren vegetarisch und ungefähr 8 Jahre fast komplett vegan. Also man muss da durchaus, legt da auch viel Wert auf gutes Essen und das kann man einfach nicht von der Stange kaufen. Für mich ist Kochen, also sonntags weiß ich, ich bin 4 Stunden hinterm Herd und es sind 4 Stunden Genuss pur. Wow. Zum Leidwesen meiner Frau, weil mein, nicht nur zum Leidwesen, sie braucht es natürlich, weil ich koche dann bei uns, aber ich bin immer so, ah, geh weg, boah, was brauchst du so? Ich mach das. Ich bin da schon sehr, ist halt mein Handwerk. Ja, ja, wow, Wahnsinn. Also tatsächlich irgendwie mit Kochen kann ich mich immer noch nicht so, auch wenn ich, ja, ich glaube, das liegt auch daran, ich bin tatsächlich alles, was mit handwerklichen Sachen zu tun hat, also irgendwie basteln oder auch nähen, irgendwie malen, das ist so, das ist überhaupt nicht meins, aber ich verstehe, was du meinst, also gerade wenn man diese praktische, diese mit Händen, egal was, ne, auch Computer ist ja im Endeffekt auch, du kreierst ja etwas mit deinen Händen, also das kann ich auf jeden Fall, auch wenn es bei mir ganz anders ist, nachvollziehen auf jeden Fall, dass dich das so begeistert. Aber und ja. Weißt du, was das für ein cooles Gefühl ist? Wir hatten zu Weihnachten haben wir ein Ragout gemacht, ein vegetarisches. Und wir haben da 4 Stunden dran gesessen und haben dann gegessen und saßen und haben so, oh Gott, das war, mir läuft jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke, das Wasser im Mund zusammen. Und wenn du denn die Leute am Tisch siehst, die da sitzen und sagen, ein unfassbar toller Geschmack und du kreierst so ein Wohlgefühl, das ist sowas Schönes für einen selber, dass die anderen Menschen das so genießen, denkst, geil, das ist genau das, was du wolltest. Ja, ja, okay. Ja, wie gesagt, also das ist ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil bei mir in der Familie auch einige gibt, die so sind. Das ist, aber es ist, ich finde das interessant und ich finde, das zeigt ja auch sozusagen, wir sprechen ja gleich über deinen Weg, aber das wird jetzt sozusagen so ein bisschen klar, dass diese Kombination für dich gerade so besonders und ja, so deine Passion ist eben diese beiden Sachen zu kombinieren, diese handwerkliche und kreative. Du hast ja schon ein bisschen erwähnt, hast ja deine Karriere und deinen Karriereweg in der Bauindustrie angefangen. Wie kam es dann dazu? Also du hast gesagt, du wolltest unbedingt irgendwie bauen, aber du hast ja, so wie ich verstanden habe, dann auch irgendwann dich auch selbstständig gemacht. Wie war das? Wie kamst du dazu? Also ich wollte unbedingt dann Schiffskoch werden. Das war mein erster Plan. Ich habe dann zu meinem Vater gesagt, Vater, ich will auf dem Schiff, ich will kochen. Und er hat gesagt, nix, du bleibst hier. Und bei uns zu Hause war das, ich bin zur Hauptschule gegangen. Für mich war das völlig normal. Ich bin nach der 9. Klasse abgegangen, habe einen durchschnittlichen Hauptschulabschluss gehabt. Und für mich war das okay. Wollte dann ja Wirtschaft und Verwaltung machen, während ich bei meinem Vater immer mitgearbeitet habe im Restaurant. Und mein Vater, der hat dann aber auch noch auf dem Bau gearbeitet. Wir hatten ein Restaurant und mein Vater hat 2 Berufe gehabt. Und er hat gesagt, so, du kommst mit mir mit zu uns in die Firma. So war das früher. So. Du kommst hier mit arbeiten, du hast Hauptschule, mehr hast du nicht, mehr brauchst du nicht und im Leben reicht das. Und ich wollte mich dann durchsetzen und wollte Schiffskoch werden. Und mein Vater wollte das auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, meine Mutter, die wohnte in der Nähe von Stockstadt am Rhein und da war die hochtief und da bin ich immer dran vorbeigefahren. Und ich fand das total faszinierend, diese riesen Fertigteile zu sehen. Ich habe zum Vater gesagt, weißt du was, dann ziehe ich zur Mutter und ich will einen Bauberuf lernen. Du spinnst. Nächster, ich finde das total geil, ich kann was bauen, ich kann ein Element wie Beton, der ja Sand und Wasser, Kies und Zement ist, was du alles so fassen kannst, transportieren kannst. Und du kannst daraus etwas schaffen, was 1000 Jahre halten kann. Und ich fand das total faszinierend. Du kannst ihm deine Form geben. Ich habe gesagt, ich will das lernen. Und so habe ich dann beschlossen, Betonbauer zu werden. Und ich habe dann kurz vor meiner Betonbauer-Gesellenprüfung, ich hatte ein ziemlich loses Mundwerk als junger Mann, so Testosteron geschaut, ich war der Geilste, ich war der Stärkste, ich war der Beste, was willst du denn von mir? Und habe mich immer mit jedem angelegt, auch mit meinem Chef und wie das so ist. Heute weiß ich, dass ich nicht der Geilste, der Stärkste und der Beste war, aber mit 20 ist einem das nicht so bewusst. Ich habe dann meine Lehre abgebrochen und
Meine Mutter ist weggezogen, ich habe meine Lehre abgebrochen und bin ziemlich abgerutscht. Ich hatte keine Wohnung mehr, ich habe dann im Auto geschlafen. Meine Freundin hatte ein Pferd, ich habe dann immer, wenn die abends weg ist, habe ich im Pferdestall geschlafen. Und ich hatte auch nichts mehr zu essen und war bestimmt ein Jahr, nachdem ich meine Lehre abgebrochen hatte, habe einen Unfall gebaut, mega Schulden gemacht und habe gedacht, also Alter, das kannst du jetzt noch 2-3 Jahre machen. Und dann, ich habe nie Alkohol getrunken, schon da nicht. Ich war immer absolut gegen Alkohol, auch durch meine Kindheit, durch dieses Restaurant. Das war vielleicht ein großer Vorteil. Ich habe auch nie wirklich groß Drogen genommen. Ich habe mal einen Joint geraucht, aber das war schon das Härteste an Drogen, was ich genommen hatte. Und habe dann aber gesagt, okay, du hast keine Wohnung, du hast Schulden, du hast nichts zu essen, du pennst im Pferdestall und im Auto. Also, du hast gepackt. Hauptschulabschluss, nichts fertig gemacht. Du hast jetzt 2 Wege. Du gehst das weiter oder du trittst jetzt mal richtig in den Arsch und machst das selber gescheit. Da habe ich meine Mutter angerufen, die ist dann nach Stade gezogen bei Hamburg und ich war hier unten im Süden. Ich sage, Mutter, das läuft ja alles nicht. Und sagt sie, ja Kind, dann komm doch rum. Und ich bin dann losgelaufen von Groß-Gerau nach Hamburg. Wow. Das war total verrückt und im Leben, ich glaube total an Karma. Ich habe dann irgendwann angefangen zu trampen auf der Autobahn, weil ich meine 650 Kilometer laufen ist durchaus sportlich. Und habe dann angefangen zu trampen und bin immer wieder ein Stück weit mitgekommen. Und ich werde das nie vergessen. Meine Mutter wohnte auf einem Dorf. Das hieß Mulsum. Das ist bei Fredenbeck. Die haben mal erste Handball-Bundesliga gespielt. Habe ich noch nie vorher gehört. Und ich habe dann Richtung Hamburg, ich wusste nur, meine Mutter wohnt Richtung Hamburg. Jetzt war das aber 60 Kilometer weg von Hamburg. Und ein kleines Dorf mit 200 Einwohnern. Und ich habe dann getrampt und irgendwann saß ich dann bei einem im Auto und sagte, wo willst du überhaupt hin? Da sage ich, ich muss da irgendwo Richtung Hamburg, Harburg, da wohnt meine Mutter. Ja, wie heißt denn das? Im Mulsum. Da fing der an zu lachen, sagt er, Mulsum. Da bist du ja völlig falsch. Ich kenne das, ich komme aus Mulsum. Wie? Ja, ich komme aus Mulsum. Was willst du? Meine Schwester Mella, die hat doch die Kneipe dort. Ich meine, ich tramp da, steige zu einem ins Auto und der kennt meine Familie. Dann sagt er, weißt du was, wenn du hier losläufst, ne, läufst du einen Tag. Ich fahre dich hin. Dann hat er mich da hingefahren. Dann bin ich zu meiner Mutter und da hat meine Mutter gesagt, was willst du machen? Dann sage ich, Mutter, ich muss jetzt erstmal meine Lehre fertig machen. Dann hat sie mir geholfen, meine Ausbildung fertig zu machen. Und ich war dann final Betonbauer und habe dann in meiner Firma gearbeitet für ein Jahr und hatte dann einen schweren Arbeitsunfall. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ich mache weiter. Habe dann über diesen zweiten Bildungsweg meine mittlere Reife fertig gemacht. Ich mache weiter irgendwie oder ich versuche eine Umschulung. Jetzt wollte ich aber nicht wirklich umschulen, weil ich wollte ja auf dem Bau bleiben. Ich habe dann meinen Fahrhochschulreife nachgeholt, parallel zu meinem Bautechniker-Studium, sage ich mal so. Ich habe dann Vollzeit Bautechnik gemacht an der Fachschule und habe dann meinen Bautechniker gemacht. Und da habe ich dann danach für eine Firma gearbeitet im Vertrieb. Ich war immer gerne im Vertrieb. Und ich habe für diese Leute Fertigteile verkauft, weil ich war so ein passionierter Betonbauer. Beton war so ein Wahnsinnszeug. Ich habe Wände gebaut und alles. Ich liebe das heute noch, unheimlich zu bauen. Und ich habe dann so ein Jahr im Vertrieb gearbeitet und habe gemerkt, so diese Montagen, die wir machen, das lief total beschissen. Die Leute, die das gemacht haben, waren faul, dumm, unflexibel, unkreativ. Bin dann zu meinem Chef hin und habe gesagt, ich will kündigen. Was sollen sie machen? Ich montiere ihre Fertigteile. Das kann ich viel besser. Das können sie viel besser. Dann habe ich das gemacht. So, ich habe das in 2 Jahre gemacht und meine Firma ging dann pleite. War so. Ist Bau schwierig, alles schwierig. Und ich hatte einen Kunde, für den ich Fertigteile montiert habe. Da wurde das Volksparkstadion in Hamburg gerade neu gebaut. Ich fing gerade an, das alte abzureißen und das neue sollte gebaut werden. Und dann rief er mich an und sagte, Mensch, Herr Kortz, wir liefern da Fertigteile. Und die haben keine Leute, die montieren. Ich so, ja, und? Ja, wollen Sie das machen? Ich sage, seid ihr die Auftraggeber? Nee, die sind selber die Auftraggeber. Ich sage, ja, aber ich habe keine Mitarbeiter mehr. Ich habe niemanden mehr. Ich habe ja alle gekündigt. Ich sage, aber weißt du was? Ich fahre dahin. Bin dann am mittags hingefahren, habe meine Frau mitgenommen, sagt, komm, wir fahren mal nach Hamburg rüber, Elbtunnel durch, fahren nach Hamburg. Und bin dann da hingefahren, das war so 15 Uhr mittags und da rannte einer rum und pöbelte alle Leute an. Wir,
wie ein Verrückter. Und dann kam der irgendwann zu mir so, wer bist denn du? Sag ich, wie, wer bin ich? Was willst du hier? Dann sag ich, Alter, ich habe hier einen Anruf gekriegt, ich soll hier die Fertigteile montieren. Von wem? Sag ich, wer bist denn du? Ich bin hier der Chef. Dann sag ich, ich bin ja auch der Chef. Und dann sagt er, wie, du sollst die Fertigteile montieren? Ich habe mich geduzt, habe ihn auch geduzt. Und das war tatsächlich der Generalunternehmer, der Geschäftsführer. Und dann sagte er, ja, kannst du Fertigteile montieren? Ich sage, hey, ich bin der Fertigteilmonteur. Ich bin der Beste. Ha, und dann sagt er zu mir, wie viele Leute hast denn du? Ich meine, wir reden vom Volksparkstadion. Und dann sage ich, wie viele Kräne hast denn da? Ja, ein. Ja, zwei Leute. Wann kannst du denn anfangen? Dann habe ich auf meine Uhr geguckt. Und, also das kannst du gerne nachher rausschneiden, aber ich erzähle jetzt, wie die Geschichte war, okay? Dann habe ich auf die Uhr geguckt und sage, wir haben jetzt 15 Uhr. Sage ich, ich komme aus Stade. Meine Frau sitzt draußen mit unserem Kind. Ich würde jetzt gerne nach Hause fahren, was essen, noch eine schöne Runde Sex haben. Ich könnte um 18 Uhr da sein. Dann guckt er mich an, wie, ehrlich jetzt? Ja. Okay, so bin ich raus zu meiner Frau und dann sagt sie, und? Ja, so, ich baue das Volksparkstadion. Dann sagt sie, wie, du baust das, bist du blöd oder was, mit wem denn? Ah, das fällt mir klar ein, ich habe noch 3 Stunden Zeit, mir das zu überlegen. So, und dann habe ich meinen Vater angerufen, der hatte zu der Zeit wieder eine Kneipe, der wohnte dann in Soltau mittlerweile. Sag ich, Vater, ich brauche dich heute Abend. Was? Wir bauen das Volksparkstadion. Wie, bist du blöd? Wer baut das Volksparkstadion? Ja, wir bauen das. Wer ist wir? Ja, du und ich. Wir können doch kein Volksparkstadion bauen. Doch, das können wir. Mein Vater fuhr da abends mit mir um 18 Uhr hin. Wir waren pünktlich da. Ich bin ein totaler Pünktlichkeitsfanatiker. Ich war punkt 18 Uhr da. Dann kam der Bauleiter und sagt mir, ah, ihr seid hier die Firma, die Fertigteile montiert. Sag ich, ja. Ich habe ein Problem, sagt er. Wir haben keinen Kranfahrer da. Und? Ja, habt ihr einen Kranfahrer? Ich sag, ich bin Kranfahrer. Okay. Der geht weg, sag mal, Vater. Sag mal, bist du ein Kranfahrer? Sag jetzt. Bist du blöd? Du kannst doch keinen Kran fahren. Du sollst nur die Kran. Oh, das können wir hin, sag ich. Alles klar. diese 50 Meter diesen Kran da hoch, hab du ihn angeguckt, so, ah, das war so, geht das? Und wir haben dann angefangen, dieses Stadion zu montieren, mein Vater und ich. Wir waren am Ende ungefähr 70 Leute dort, die dieses Stadion gebaut haben. Für mich war immer das Entscheidende, ich reg mich selten über die Vergangenheit auf. Wenn, dann über kleine Dinge rege ich mich riesig auf und über große Dinge rege ich mich minimal auf, weil ich finde immer, diese Dinge, die finden immer ihren Weg. Das ist einfach so. So, wenn am Ende war mein Auftragsvolumen, ich habe die Fertigteile alle montiert, die Bestuhlung, ich habe dort für 100 Millionen Mark das Material montiert. Und so ging dann meine Reise am Bau entlang. Jetzt hatte ich aber, und das muss ich parallel dazu erzählen, mit 14, ich habe ja mit 12 angefangen mit Computern und meine Eltern hatten immer noch ein Restaurant und parallel dazu habe ich mit 14 angefangen, für meine Mutter und meinen Vater Speisekarten zu designen und zu drucken. Erst mit Matrix sogar, mit dem Atari ST und. Und mit 20, mein Bruder ist Meister der Papierweiterverarbeitung, habe ich zu ihm gesagt, du, lass uns so eine Druckerei aufmachen. Hey, ich sage, ich kaufe eine Offset-Druckmaschine, machen wir zwar eine Druckerei auf. Die habe ich dann parallel dazu gemacht. Bis zu meinem 24. Lebensjahr, bis ich mein Technikerstudium angefangen habe, haben wir gemeinsam eine Offset-Druckerei gehabt, die ich aufgebaut habe mit ihm nebenbei. Mhm. Und dort habe ich ganz viele Webseiten und so gebaut und Computer für die Leute. Jetzt war es so, dass denn ich war 30, 31 und der HSV hat die ganzen Zulieferer nicht mehr bezahlt. Uns auch nicht. Ich habe alles verloren. Ich habe ungefähr 3 Millionen Mark verloren. War alles weg. Wow. Bumm. Die haben mich bezahlt, wir gingen insolvent, war alles weg. Und dann bin ich nach Hause und haben alle gesagt, puh, ganze Geld weg, was machst du denn jetzt? Du kannst dich ja umbringen. Ich sage, ja, aber das ist jetzt blöd, aber es ist nur Geld. Und es ist garantiert ein Zeichen, dass ich was anderes machen muss. Jetzt hatte ich ja diese Computersachen die ganze Zeit gemacht und habe dann irgendwann angefangen, ein Computermagazin herauszugeben, die Inside BOS. Okay. Das habe ich parallel dazu gemacht. Und also das führt alles zusammen, ja? Nicht ja, ja, ja. Und dieses Computermagazin, das lief ganz gut. Und dann ging diese Firma über dieses BOS, die ging dann pleite und ich habe versucht, ein Softwareunternehmen aufzubauen. Und jada, 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 hatte ich nach 1,5, 2 Jahren ungefähr 200 Mitarbeiter und habe eine Computerfirma aufgebaut. Dann haben wir einen Geschäftsführer eingestellt, weil ich mehr so im kreativen Bereich sein wollte und irgendwann ging das komplett in die Grütze
Und ich habe alles verloren. Zu dem Zeitpunkt waren es keine 3 Millionen Mark wert, es waren ungefähr 10 Millionen Euro. Es war also alles wieder weg. Alter. Du bist also es wird immer mehr, okay. Du bist jetzt 35 und du hast irgendwie schon wieder, also nicht alles, ich habe das Geld verloren. Das war, oder nee, ich habe Geld verloren, aber diese Dinge, die ich aufgebaut habe, die mir wichtig waren, die waren weg und das fand ich, das hat mich mental sehr beschäftigt. Und nur ganz kurz muss ich dich unterbrechen, weil das finde ich an diesem Punkt wahnsinnig spannend zu hören, weil deine Geschichte hört sich jetzt sehr, sehr nach so einer wirklich sehr, sehr typischen heutzutage Entrepreneur-Geschichte im Endeffekt an, also Serial Entrepreneurs, ja, also nicht alle Entrepreneurs sind vom ersten Startup erfolgreich, ne, also die machen manchmal irgendwie 10 komplett in die Hose gegangene Startups und erst das 11. sozusagen funktioniert. Und die gehen einfach weiter vorwärts. Dann hat es nicht geklappt, so, dann mache ich nächstes. Die Frage interessiert mich, ob du, natürlich ist man total fertig, gerade wenn man natürlich auch Geld und Firma und alles verloren hat. Aber hast du zu diesem Zeitpunkt irgendwie gedacht, dass es für dich selber auch wahnsinnig viel gebracht hat? Immer. Also für mich war immer, erstmal zum Thema Serial Entrepreneur, klar, man kann mich so einordnen, ich sehe mich aber gar nicht so. Ich finde es gut, wenn man was verloren hat, man verliert nichts. Man kann nichts verlieren. Das ist wie Bitcoin, der hoch und runter geht und die sagen, die Leute verbrennen ganz viel Geld, es ist ja nicht verbrannt. Irgendjemand hat es ja bekommen. Es ist immer noch da. Unser Wasser ist immer da auf der Erde und so ist es hier auch. Ich habe für mich immer beschlossen, immer das Positive mitzunehmen. Ich nehme immer den Lerneffekt mit. Ja, man lernt ja auch immer dazu, ne? Man kann nichts verlieren. Und das ist so dieser Wert, den man für sich setzt und sagt, okay, ich habe mein ganzes Geld verloren. Im Grunde hast du ja nie gehabt. Das ist irgendeine Zahl auf irgendeinem Konto und die hast du ja nie in der Hand. Und ich meine, ich habe hier so einen Hoodie an, der hat 20 Euro gekostet, 25. Ob ich jetzt 1 Million hätte oder 100 Millionen, ich hätte immer noch denselben Hoodie gekauft. Weil für mich war das nie wichtig. Ich glaube aber, diese Lesson to learn ist wirklich, sehe immer das Positive und nimm das mit. Und denk nicht drüber nach, oh Gott, ich habe das verloren, das und hätte ich das nicht gemacht. Wenn ich Entscheidungen nicht getroffen hätte, und so ist es bei meiner Softwarefirma gewesen, wenn ich die Entscheidung dort nicht, wenn ich mit dem Stadionbau nicht angefangen hätte, hätte ich nie das mit dem Magazin gemacht, hätte ich das nie gemacht, wäre ich nie nach Mannheim runtergezogen. Diese Dinge, die sind alle, ich mache heute ein Interview mit dir, weil ich Entscheidungen vor 20 Jahren getroffen habe. Wir hätten uns nie getroffen. Und so sehe ich das. Das sind diese Dinge. Ja, ja, klar. Ja, und das finde ich für jemanden, ein Entrepreneur, finde ich das sehr wichtig. Ich finde diese Serial Entrepreneurs, die ein Startup nach dem anderen 3 Monate aufziehen, verkaufen, und sagen, oh, ich habe 5 Startups gemacht. Da bin ich immer so, Alter, versuch doch mal bei einer Sache dabei zu bleiben. Mach doch mal was. Vielleicht 2, aber bleib doch mal dabei. Ich bin da eher so ein beständiger Mensch. Also ich bin das nicht on purpose. Ich habe einfach gesagt, Mund abwischen, weiter, Suppe versalzen, Mund abwischen, nächste Suppe. Ist so, nicht drüber nachdenken. Ich habe dann am Ende von meiner Softwarefirma, ich hatte einen mega Fan, der ein total begeisterter Nutzer von uns war. Und der war mit einem von den Söhnen Mannheims eng befreundet. Und der Typ kam dann zu uns, hat dann für uns auf einem Event gesungen und kam dann zu mir und so, hey, dein Laden, total geil, bist ein cooler Typ. Ich so, ja, bla bla bla, bin ich cool. Du sagst, ich suche ein Management. Und dann sag ich, Management, also keine Ahnung, ich habe noch nie Künstler gemanagt, Musiker, keine Ahnung, aber hey, schwerer, einen Laden mit 200 Leuten zu managen, kann es nicht sein. Ich sage, komm, ich mache das für dich. Ich habe den dann gemanagt und war dann viel unterwegs und habe dann noch andere gemanagt, hatte eine Band aus New York, und die ich gemanagt habe. Und dann 2 der Sänger, einer ist mein bester Freund Adam Kesselhaut, ist aus New Jersey. Wir schreiben gerade zusammen eine Show, aber das erzähle ich später. Wir haben zusammen eine Firma für eine Dramedy-Show. Hab die denn gemanagt? So 2-3 Jahre war ich im Musikmanagement und ich musste feststellen, ich bin eh ein passionierter Misanthrop. Ich wache jeden Tag auf und denke,
warum? Warum sind diese Menschen da, die da sind? Was ist denn ihre Aufgabe? Was ist denn ihr Job, hier zu sein? Ich frage mich das wirklich jeden Tag und es belastet mich auch. Ich habe so einen mentalen Stresslevel, weil ich oft, wenn ich in der Stadt bin und Menschen, die da rumlaufen, denke, was macht ihr? Was soll das? Ihr habt doch Eltern, haben die euch nicht erzogen? Wer sagt euch, ihr sollt diese scheiß McDonald's-Tüten aus der Scheibe werfen? Was habt ihr für Eltern? Die haben doch alle Mülleimer zu Hause. Und es stresst mich wirklich. Und ich habe das in so 2-3 Jahre gemacht und immer wieder haben mich die Leute gefragt, hey, du hast so eine Softwarefirma gehabt. Ich habe ein Problem mit macOS. Ich habe denen dann immer geholfen, weil ich gerne helfe. Und habe dann gesagt, wisst ihr was, Leute, das geht mir so dermaßen auf den Keks, dass ihr mir immer dieselben Fragen stellt. Ich mache euch einfach ein paar Videos. Mhm. Und ich habe diesen Leuten ein paar Videos auf YouTube gemacht. Okay. Und irgendwann ruft mich einer an und sagt, hey, Alter. Ich so, was ist denn? Alter, dein Video hat ja 40.000 Aufrufe. Ich so, hä? Ich so, wer guckt dieses scheiß Video 40.000 Mal? Sind die blöd oder was? Und dann habe ich gemerkt, ach, das funktioniert. Ich kann den Leuten helfen. Und ich habe dann ein kleines Unternehmen wieder aufgebaut. 2008 ging das los. Das hieß und heißt immer noch Hotodi. Das steht für How to do it. Ich schenke Wissen. Ich mache jeden Tag über Dinge, die mich interessieren, einfach ein Video und erkläre das den Leuten. Ich habe schon 2008 Mathe-Videos, Bauen, Mauern, alles, was mich interessiert hat, habe ich Videos gemacht mit Millionen von Aufrufen. Okay. Und ich habe dann bei einem Wahnsinn, wann hast du das angefangen? 2008. Wow, dann bist du ja, quasi so Pioneer, YouTube noch Pioneer. Ich war sogar YouTube-Partner, wo YouTube auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, du hast einen coolen Kanal, können wir eine Partnerschaft mit dir haben? Damals ging das noch nicht wie heute. Diese Wannabe-Bildungsrevolutionäre, Alter, das habe ich schon vor 15 Jahren gemacht, da war YouTube noch ein Pipifax. Und ich hatte dann, das ist ja auch mal so ein Karma-Ding, ich habe diesen einen, den ich gemanagt habe, der hat mir immer wieder vergessen, Sachen zu sagen, Termine etc. So, und jetzt rief er mich an, sagt, du, ich habe da morgen Gig und das läuft alles ein bisschen schief gerade. Du musst dahin. Mhm. Ich bin da hingefahren und habe dann den Gregor Kreinhardt und seine Eltern kennengelernt, weil für die war der Gig, das war der 125 Jahre MHC, Mannheimer Hockey Club, die sind da Hauptsponsoren und das liegt denen sehr am Herzen. Der Mannheimer Hockey Club ist einer der erfolgreichsten Hockey-Clubs überhaupt, ich glaube in ganz Europa. Und den sponsert die Familie Kreinhardt und Duravit. Und da habe ich den Gregor kennengelernt, habe das alles gemanagt. Und der Gregor kam dann abends zu mir. Ich sage, Herr Greiner, waren Sie zufrieden? Dann sagt er erstmal, ich bin der Gregor, ich bin jünger als du. Ich hoffe, der kann Bernd zu dir sagen. Ich sage, ah, ich bin super happy, dass du das hier so geregelt hast, weil ich hatte echt Bedenken. Wenn du irgendwann mal was brauchst, hier ist meine Handynummer, ruf mich an. Ich sage, alles okay. Klar. So, dann habe ich meine Videos gemacht. Irgendwann rief mich der Gregor an und sagt, hey, sag mal, deine Videos nur, das finde ich ja super spannend. Ich sage, ja, ich auch. Und da lass uns mal zusammensetzen, wegen Hotodi. Dann haben wir zusammengesetzt und alle gesagt, du, ich mache ja auch ganz viel, ich habe eine Agentur etc. und ich brauche dich ab und zu mal. Und ich habe dem dann gern geholfen, wenn er mich angerufen hat, habe ich dem geholfen. Meine Frau hat schon immer drüber aufgeregt, Mensch, du hilfst immer jedem und du nimmst nie Geld. Ich sage, ah, scheiße aufs Geld. Ich sage, ich muss 2.000 Euro im Monat verdienen und wenn ich die habe, der Rest ist mir so scheißegal. Das ist, interessiert mich nicht. Ah, naja, so, dann kamen immer mehr Leute, die mich gefragt haben, ob ich ein Video auf Englisch machen könnte. Sag ich, klar. Hab dann angefangen, die Videos in Englisch und Deutsch zu machen. Und das war echt ein Schüssel damals. Das war anstrengend. Ja, klar. Und ich saß irgendwann, 2011, saß ich zu Hause und habe gerade ich liebe Seinfeld. Ich liebe Larry David, Curb Your Enthusiasm und ich liebe Seinfeld. Ich bin totaler Fan von dieser Art Comedy. Und ich habe das auf Englisch geguckt. Ich gucke viel auf Deutsch, aber auch solche Sachen muss ich unbedingt Englisch gucken, weil ich den Deutsch gar nicht mag. Und dann kommt meine Frau ins Wohnzimmer und sagt, hey, oh, können wir es auf Deutsch weiter gucken? Dann sage ich, klar, das ist ja DVD, hab dann auf Deutsch umgeschaltet. Also, Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch. Und ich bin dann in so einem Loop drin in meinem Kopf, bestimmt so eine Minute. Sie so, hallo, hallo. Und ich so, was machst du denn? Ich sage, guck doch mal, Deutsch, Englisch. Ja, das weiß ich, DVD. Ich so, ja, aber guck doch mal. Ich kann die Sprache nicht, so logisch. Warum bin ich euch drauf gekommen? Ich mache das morgen auf YouTube. Und bin dann auf YouTube und es geht ja gar nicht. Ich kann da keine Sprachen umschalten. Warum kann ich denn bei jeder dämlichen DVD eine Sprache umschalten, aber nicht auf YouTube? Und dann habe ich YouTube kontaktiert und gesagt, hey Leute, ich habe eine Idee.
lass uns das doch multilingual machen. Hab denn mich mit YouTube getroffen, war in Berlin, YouTuber gesagt, nee, ist völliger Quatsch, braucht kein Mensch. Sag ich, gut, dann mache ich das alleine. So ist denn aus all diesen Dingen, die da entstanden sind, ist Aluga entstanden. Okay, wow. Wahnsinn. Aber jetzt auch mal kurze Nachfrage zu den USA. Also du warst ja, so wie ich verstanden habe, auch eine Zeit lang in den USA, ne? Ich bin immer hin und her gereist. Hin und her. Zwei Wochen drüben, zwei Wochen hier, das habe ich 3 Jahre lang gemacht. Wie hast du das aus dieser Sicht sozusagen oder Vergleich USA und Deutschland? Weil ich vergleiche ja hauptsächlich Israel und Deutschland, ne, gerade was Technologien und Innovationen angeht. Wie ist denn das aus deiner Sicht, dieser Unterschied zwischen USA und Deutschland im Bereich Technologien? Was ist der sozusagen der Kulturunterschied, der Innovationskulturunterschied? Also generell, wir haben ja einen Vor- und einen Nachteil bei Aluga. Unser Mitinhaber und Hauptinvestor ist die Familie Greinert. Das ist ein Vor- und ein Nachteil, das meine ich ganz lieb. Die Familie Greinert, das sind Röchling und Duravit. Musst du mal gucken, große Badezimmer, Kunststoff, das sind Industriefamilien, die gibt es seit 200 Jahren. Die wachsen über Jahrhunderte mit Tausenden von Mitarbeitern. Da ist nicht, oh, wir probieren morgen das, oh, machen und alles Scheiße weg. Diese Mentalität ist da nicht. Da ist Mentalität, deutsche Industriefamilie, die das über viele Jahrzehnte aufbaut. Und dann hast du dieses Aluga-Startup, das braucht dieses Bam, 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 schnell, schnell probieren, weg, weg. Und dann hast du mich, der sehr dynamisch ist. Da treffen zwei Welten aufeinander. Und ich bin dann anfangs ja in den USA und ich war jedem, dem ich Aluga gezeigt habe, alle waren awesome, it's amazing, wow, it's unbelievable, you're awesome, dude. So ging es immer und ich war total benebelt von dieser Superlative, was wir für ein geiles Produkt sind und was ich für ein geiler Typ bin. Das habe ich eh nie verstanden, wenn das jemand sagt. Aber in Amerika hatte ich das Gefühl, alle finden das geil. Und es ist nie was draus entstanden. Immer wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ah, wir machen ein soziales Netzwerk, ah, wir machen eine Suchmaschine, wo ich mir dachte, Leute, das gibt's ja schon. Das ist doch so langweilig. Aber das Masse, da ist Geld, da kommen schnell Investoren, der wird schnell probieren, boah, schnell weg. Und es hat mich so sehr gestört nachher, dass ich gesagt habe, klar, man muss Dinge probieren, schnell ausprobieren, analysieren, weitermachen oder nicht. Man muss auch offen sein für Fehler und Kritik, und das bin ich sehr, aber man muss auch eine beständige Strategie haben. Und die hat mir in den USA mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, komplett gefehlt. Und dieses, ich bin so ein, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Eigenschaft ist, ich kann es nicht sagen, ich bin ein sehr direkter Mensch. Bei uns in der Firma, scheiße, will ich nicht, machen wir nicht, fertig. Ich rede da nicht um Brei rum. Und ich will auch nicht, dass die Leute bei mir um den Brei rum reden. Und in Amerika, dieses betüdelt und benebelt werden, es war so schwierig für mich. Vielleicht ist mein Alter, meine grauen Haare, was aber auch das andere Spannende war, du konntest in den USA verrückt sein. Du konntest mit Leuten über verrückte Ideen sprechen, sagen, hey, was würdest du? Man hat sofort auch mal groß gesponnen. Und nicht so, hey, komm mal runter. Alter. Ja, ja. Wie es in Deutschland halt ist, ne? Ich saß irgendwann mit unserem ehemaligen Steuerberater zusammen und sagte, ja, Kurz, wo sehen Sie denn Aluga? Ich sag, also, ich könnte mir vorstellen, wenn wir alles richtig machen, könnte man ein Unicorn werden. 1 Milliarde. Da fing der mich an auszulachen. Ich sagte, wer bezahlt 1 Milliarde für so ein Ding? Und dann sag ich, aber kennen Sie WhatsApp? Ja, ja, das benutze ich. Das haben die für 18 Milliarden verkauft. Kein Mensch bezahlt 18 Milliarden für sowas. Da habe ich gemerkt, das ist so typisch deutsche Mentalität. Man denkt doch mal groß, ist doch scheißegal. Sei doch mal verrückt und denk einfach groß. Was ist denn schlimm? Wir schämen uns so schnell oder so, ich habe das gesagt. In dem Fall, ich habe das gesagt. Ja, und dann denk mal groß und wenn es nicht wird, dann wird es ja, halt aber auch diese Schnelllebigkeit, ne? Also dass man auch, wie du sagst, das ist natürlich so typische amerikanisches oder auch in Israel ja ähnlich, diese Innovationskultur, dass man sagt irgendwie, okay, wir probieren das aus, okay, das hat nicht funktioniert, weiter, wir probieren das nächste aus, ne? Das ist ja auch das, was finde ich in Deutschland total fehlt in einer Innovationskultur. Komplett. Also du hast wirklich, bei uns ist schon so, da habe ich mit Gregor, mit unserem Investor, einen super Sparringspartner, weil der tickt schon sehr wie ich und sagt, Mensch, lass uns das probieren.
Und dann mehr als schief gehen kann es nicht. Und wenn es schief geht, und dann ist es halt so, dann weitermachen. Aber das ist selten. Du wirst schnell belächelt, wirklich leider, weil ich denke, wir haben unheimlich viele innovative Ideen, auch in Deutschland. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich heute gucke, ich meine, hey, wenn ich sage Deutschland, Merck, Siemens, Bosch, Daimler, Diesel, Benz, also wir, das sind ja Namen. Wir haben ja Sachen erfunden. Und heute, da muss ich schon anfangen nachzudenken. Das stimmt. Weniges, ne, und das ist schade, weil das schade. Unsere Kultur hat sich so negativ verändert, weil ich gerade nach Israel, das ist so dynamisch. Also ich muss mal sagen, wenn ich die Wahl zwischen USA und Israel habe, entscheide ich mich immer für Israel, weil ich mag auch mehr diese Art, dieser Dynamik. Die ist nicht so verblendend. Ich mag von beiden die Dynamik, aber in Israel finde ich sie ehrlicher. Die Israelis sind auch sehr direkt. Also das ist genau. So sehr, ja, doch ähnlich zur deutschen Kultur, ne? Ja. Dieses Direkte. Weil die Amerikaner, das macht mich auch immer so total wahnsinnig. Wir haben ja am Anfang in Jerusalem gelebt. Da sind sehr, sehr viele Amerikaner. Und das war so jeden, den du getroffen hast, Amerikaner, der meinte so, oh, let's go out for coffee. Und dann hörst du nie wieder was von denen. Das ist so, hey, dann sag's doch nicht. Ich war, meine erste große Erfahrung damit war am Flughafen, weil ich total gestresst war und ich komme da hin und er sagt zu mir, how are you? Und ich so, well, I have cancer, I will die. Und der Typ so, und ich guck so und er so, what? So, look, why are you asking me how are you? We're not even interested. Well, we'll just do this. Well, then don't do it. It's weird. Don't talk to the like this to German people. It's kind of weird for us. If you're not seriously interested, don't ask. Und ja, das stimmt. Ja, ne? das ist wirklich, das ist so hi. Dieses How are you ist so hi. Ja, so ist mir das zu machen. Da habe ich tatsächlich, das ist so mein Problem. Ich bin unheimlich gern in Amerika. Ich habe tolle Freunde dort, tolle Erfahrungen, aber so. Dieses schnelle, oberflächliche, da habe ich persönlich habe da ein Problem mit. Wie du schon sagst, dass Israel mehr wie mein Kopf das verarbeiten kann. Ja, die sind da sehr, sehr direkt. Du hast ja schon Aluga jetzt ein bisschen angesprochen und jetzt musst du noch so ein bisschen erklären noch weiter. Was ist jetzt genau diese Plattform, diese multilinguale Plattform? Also was habt ihr damit geschaffen? Also erstmal, wir wollten ursprünglich ja gar keine Plattform machen. Wir wollten ein Plugin bauen, dass du auf YouTube Videos in mehreren Sprachen angucken kannst. Und zwar einfach wechseln kannst. Und wir hatten am Anfang nur eine Extension. Mhm. Und irgendwann haben wir uns gesagt, ja, aber ich würde das gerne auf meiner Webseite einbinden. Das muss auf dem Handy funktionieren. Und es nach und nach sind wir eine komplett eigenständige Videoplattform geworden. Made in Germany, made in Europe vor allem. Und haben gesagt, okay, wir brauchen ein Äquivalent, ein Pendant zu YouTube in Europa. Klar, du hast Dailymotion. Dailymotion sehe ich aber sehr kritisch, weil das ist so gar nicht so dieses User-Generated Content etc. Und da ist viel Müll. Ich habe gesagt, wir brauchen was Eigenes. Und so ist eigentlich erstmal diese Videoplattform mit dem multilingualen Player entstanden. Der Player erkennt die Sprache deines Browsers und wenn es das Video in der Sprache gibt, dann startet auch das Audio in deiner Sprache. Mhm. Das war so der Anfang. Und ich habe dann am Anfang, du musst dir mal vorstellen, wenn wir mal über Zahlen reden. Wir haben das mit dem Disney Frozen Video gemacht. Das Video geht 5 Minuten oder 3,5 Minuten, hat 500 Megabyte. Das ist auf YouTube in 40 Sprachen ungefähr. Das heißt, du musst das 40 Mal rausrendern, du machst ja selber Sachen mit Videos, du musst das 40 Mal rausrendern, musst das 40 Mal auf YouTube hochladen. Auf YouTube kommt das in verschiedenen Auflösungen. Am Ende hat das jedes Mal 2 Gigabyte mal 40 bis zu über 80 Gigabyte für ein Video. So, und das musst du verteilen. Und das kommt dann auf die ganzen CDN auf der ganzen Welt. Das ist ihre Traffic. Bei Aluga ist es so, du hast ein Video, diese 500 Megabyte und 39 Audiospuren, wo jede ungefähr 10 Megabyte groß ist. Anstatt also 20 Gigabyte hochzuladen, lädst du 890 Megabyte hoch. Hm. Ein Riesenunterschied. Ja. Wir haben am Anfang, ich habe dann irgendwann mal Rechnungen gemacht, habe gesagt, wenn YouTube uns kaufen würde, was wir wollen nicht von Google gekauft werden. Wir sind sogar dagegen. Aber wenn YouTube uns kaufen und unser System integrieren würde, wie wir es gebaut haben, würde YouTube 8000 Festplatten sparen. Jeden Tag. Ja, und das ist ja eine krasse Geschichte. Also das ist ja das, was sozusagen aus meiner Sicht auch die technologische Welt
extrem, extrem beeinflussen wird, weil wir haben ja immer mehr Daten und das ist ja sehr energieaufwendig. Das heißt, wo holen wir die Energie her, um diese Datenvolumen alle zu betreiben? Aber es hat keinen interessiert. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, weil ich fahre ein Elektroauto, was mit meiner Photovoltaikanlage auflade. Ich habe kein Leder, weil Leder der größte ungrüne Shit überhaupt ist. Ich trinke keine Milch. Ich mache die Papiersachen von meinen Dosen. Aber ich bin so total verrückt da, was das angeht. Und dann höre ich so, ja, ist mir doch egal. Es bezahlt ja YouTube. Und ich denke, Leute, egal wer es bezahlt, ihr müsst schon dieses Konzept verstehen. Elon Musk will zwar zum Mars, aber diese Erde, auf der wir leben, es gibt keine zweite. Für uns gibt es keine zweite. Und das hat mich echt geärgert. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, das ist, wie es ist. Es fing dann aber an, dass Leute zu uns gesagt haben, das war so ein Aha-Erlebnis mit dem Fraunhofer. Ich habe so ein paar Videos fertig gemacht und das Fraunhofer hat gesagt, naja, ich müsste aber die Möglichkeit haben, ein Transkript zu bekommen, ich müsste das übersetzt bekommen und, und. Wir haben dann angefangen, die Tools dafür zu bauen. Heute ist Aluga eine Plattform, ich kann dir mal ein paar Zahlen vom letzten Monat, vom Dezember nennen. Wir hatten knapp 9 Millionen Unique Visitors auf der Webseite, die im Schnitt zwischen 8 und 14 Minuten auf unserer Webseite Content angeschaut haben. Das heißt, wir reden von ungefähr 100 Millionen gestreamter Videominuten auf unserer Plattform. Okay. Wir sind heute, unabhängig von China, die viertgrößte Videoplattform der Welt. Okay. So, was aber unser Kerngeschäft ist heute, und das war uns immer wichtig, ist, also dieses Wissen, was mit Hotodi schon gemacht hat. Wir haben ein Projekt, das heißt Allocation, da steht Faluga Education. Da haben wir mittlerweile 4.000 oder 5.000 Bildungsvideos aus dem Creative Commons Bereich, aus View School, Harvard, Stanford, die wir transkripieren, übersetzen und dubben. Und zwar alles in-house, in bis zu 20 Sprachen. Was wir heute machen ist, du hast jetzt zum Beispiel mit mir dieses Interview. Du könntest jetzt auf Faluga gehen, könntest sagen, okay, das sind zwei Stimmen, der Bernd und die Jenny. Und dann drückst du auf den Button und unsere KI separiert das für dich, macht dir ein komplettes Transkript dafür. Das erkennt das alles als ein komplett fertiges Transkript. In WebVTT, in SRT oder als Plaintext. Das kannst du dann eben ausbessern im Browser, du brauchst keine Software. Und dann kannst du auf den Button drücken und das bis zu 100 Sprachen übersetzen. Und dann kannst du auf den Button drücken und sagen, das sind zwei Stimmen, eine männliche, eine weibliche und lass die KI das einsprechen. Und innerhalb von einer halben Stunde, eine Stunde kannst du unser beider Interview in bis zu 100 Sprachen haben und kannst Milliarden von Menschen in ihrer Muttersprache erreichen. Das ist, was wir machen. Wow, das ist ja echt toll. Also das ist gerade für, ich glaube, für Content Creator ist es gerade so eine große Frage. Also gerade wenn sie zum Beispiel jetzt in Deutschland oder irgendwie Russland oder sonst wo sind oder Spanien, wo sie sozusagen sowohl Leute in einer eigenen Sprache erreichen wollen, als eben auch auf Englisch, ne, weil das ja die Welt halt Englisch spricht. Also gerade diese bilinguale quasi Kombination oder trilingual, ist, glaube ich, gerade für Content Creator wirklich Blogger. Ist ein Riesenthema. Und wie du schon sagst, Jenny, das ist ja, die Leute sagen immer, Englisch ist die Sprache. Und ich sage, Leute, mal ganz ehrlich, Englisch Native Speaker gibt es 380 Millionen. Spanisch Native Speaker gibt es 550 Millionen. Hindi gibt es 490 Millionen, Tamil gibt es 440 Millionen, Chinesen gibt es 1,2 Milliarden, Araber gibt es 300 Millionen. Englisch ist zwar unter den Top 10, aber unter den Native-Sprachen bei weitem nicht vorne. Klar hat man das als Zweitsprache, aber mal ganz ehrlich, wenn ich doch wirklich was lernen möchte, ich möchte das gern in meiner Muttersprache lernen. Und warum soll ich das auch nicht? Und das ist auch der Trend, und da sagen wir, da wollen wir hin, wir wollen den Leuten helfen, wissen. Und das ist für mich so ein Riesenthema. Wir haben 4 arabische Mitarbeiter, 2 Mädels, 2 Jungs. Und ich bin so, ich reise ja sehr viel und ich sehe ganz viel, dass gerade in diesen Ländern Frauen oder junge Mädels einen ganz schweren Zugriff zu Bildung kriegen. Also wenn ich so sehe, wie gut es uns gemeinsam schon in Deutschland geht und geht an andere Länder, ich bin geschockt. Also ich sage dann, Aluga ist so wichtig, deswegen haben wir alles auf Arabisch und Chinesisch, dass auch die Mädels hinkommen können und Bildung in ihrer Muttersprache bekommen. Ja. Und das ist für mich so ein Herzensanliegen. Und nebenbei trainieren wir damit unsere KI. Wir benutzen kein Google, wir haben kein Google Analytics, wir haben keine Google oder Facebook Pixel. Es gibt keine Facebook Logins bei uns. Niemand kriegt unsere Daten. Da bin ich total der Verrückte. Wenn du auf unsere Seite gehst, du brauchst nicht mal Cookies akzeptieren, weil wir nur die absolut notwendigsten haben, weil wir sagen, die Daten unserer Nutzer, die sind
heilig und da lege ich einen mega Wert drauf. Und die Nutzer verstehen das leider nicht, wie wichtig das ist. Aber ich verstehe das, deswegen tue ich das für sie. Wow, sehr schön. Also ich habe meine letzte Frage bezieht sich auf die Innovationskultur innerhalb deines Unternehmens. Aber die will ich natürlich trotzdem stellen. Aber ich kann auf jeden Fall, so wie ich dich sozusagen jetzt auch deine Geschichte verstanden habe, dass du auch für dich das super wichtig war, auch Sachen auszuprobieren. Lebst du das auch in deiner Firma auch so mit deinen Mitarbeiterinnen aus, dass die auch Sachen ausprobieren können? Oder wie schaffst du diese kreative, innovative, sage ich mal, Kultur in der Firma selbst? Also generell ist es so, ich sage den Leuten immer, wenn man Fehler macht, muss man drüber reden. Das muss man machen und ich bin da mal sehr direkt. Aber das heißt nicht, die sollen keine Fehler machen. Ganz im Gegenteil. Macht Fehler, redet drüber, lernt draus. Und mal ein Beispiel, ich war mit dem Sigi zusammengesessen, das ist einer der Entwickler für den Dabba. Der Dabba, das ist das, wo du die ganzen Sachen drin machst, ist ein Ries, das ist unser Kern. Mhm. Und der Sigi hat da 3 Monate dran gesessen und hat zu mir gesagt, du, das ist der falsche Weg. Und war völlig geknickt. Und jetzt sage ich, scheiße, wir haben 3 Monate verloren. Ja, und scheiße, sag ich, ist das nicht geil? Du hast 3 Monate richtig gut was gelernt, dass wir es jetzt richtig machen können. Mhm. Er sagt, ja, stimmt auch. Ich sag, ein guter Freund von mir, der hadert immer mit sich selber. Ah, das müsste ich mal tun, das und da. Ich sag mal, Alter, es gibt ein Zauberwort. Machen. Darum ist kein Weg von, sage ich auch meinen Leuten. Probiert aus, macht was. Und im Worst Case, wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann funktioniert es nicht. Bei uns säuft keiner ab, es stürzt kein Flugzeug ab. Es ist eine scheiß Software, mehr nicht und nicht weniger. Ja. Wenn es nicht funktioniert, probieren wir was anderes. Und das ist auch wichtig, dass die Leute das bei uns probieren. Und wir lernen auch alle zusammen. Zum Beispiel bei uns in der Entwicklung ist so, 3 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, also Entwickler und Entwicklerinnen, wir sind da sehr getrennt, müssen diesen Code freigeben. Das heißt, die Mitarbeitenden gehen da rein, gucken sich das an, was die anderen gemacht haben und geben ihren Senf dazu ab. Damit alle gemeinsam lernen, guck mal, der Sigi hat das so gemacht, die Sabrina und die Hongshu haben das so gemacht. Macht sogar Sinn. Und daraus entsteht ein riesen Lerneffekt. Und das ist gerade diese Sachen, ich finde das super wichtig, untereinander auch kreativ zu sein. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist, ich stelle Leute immer mit einer zweiten Kernkompetenz ein. Immer. Minimum ist eine andere Sprache, fotografieren, filmen und die Leute müssen auch überall mitmachen. Du musst verstehen, warum wir was wie machen. Und ich nehme immer eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit auf eine Messe, egal wo, damit diese Kollegen mit draußen sind und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ganz wichtig. Die Leute müssen auch die Kultur verstehen und das ist gerade für diesen innovativen Aspekt halte ich das für unersetzlich. Du musst da einfach in dem Prozess drin sein. Du musst dir gestehen, Fehler zu machen und am Ende hast du ein bisschen Zeit verloren, aber mehr nicht. Wow. Ja, Bernd, ich bin super, super fasziniert von wirklich von deinem Weg. Ich finde, du hast alles richtig gemacht. Also das ist, ich meinte das auch mit Serial Entrepreneur nicht negativ, sondern das ist das, was ein Unternehmer oder Unternehmerin ja ausmacht, ne? Also dieses daraus aus Fehlern lernen, sich trauen, auch mal zu sagen, irgendwie, ich bin noch nie in den Kran gefahren, aber ich probier's. Ich mach's einfach jetzt mal. Finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass du auch Sachen irgendwie nebenbei aufgebaut hast, das mit den Videos, also du warst ja in so vielen Sachen einfach wirklich Pioneer, also mit Videocontent etc. Und dass du auch so verschiedene, auch während du eigentlich schon im Bau warst, noch diese Computerfirma noch mit aufgebaut hast. Also wirklich super, super beeindruckend. Danke dir vielmals für das Gespräch. Fand das sehr, sehr inspirierend. Gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke dir. Ich bin einfach ich, ist so. Danke dir und danke an alle Zuschauer, Zuhörerinnen und wünsche euch und dir natürlich, Bernd, einen wunderschönen Tag noch. Danke, Jenny, für deine Zeit, wünsche ich dir auch. Ciao. Bis dann.